Hallo Leute und herzlich willkommen zur letzten Lektion unseres Musikkurses. Wir beschäftigen uns jetzt hier mit Streaming. Das ist ja eher eine, ja, überspitzt formuliert, neumodische Erscheinung im klassischen privaten Konsumentenumfeld, natürlich schon längst angekommen. Aber für DJs hier auf jeden Fall nochmal eine Spezialsituation. Und insofern gehen wir jetzt mit euch zusammen durch, was für Möglichkeiten bringt Streaming und welche Nachteile hat es leider auch aktuell noch, weswegen es für DJs eher schwierig wird, den Service in Anspruch zu nehmen. Die großen Anbieter kennt man ja heutzutage wirklich auch schon zur Genüge. Spotify, Apple Music, Amazon Prime, Deezer und so weiter. Anbieter gibt es mehr als genug. Und du hast natürlich den tollen Vorteil, dass die Musik jederzeit ortsunabhängig immer zur Verfügung steht. Eine riesige Mediathek und da hast du wirklich eine, ja, gigantische Auswahl, auf die du ja in 0, nichts zugreifen kannst, weil sobald du dieses monatliche Abo bezahlt hast, statt diesem Lifetime-Preis für ein Lied, kannst du ja direkt von 0 auf eben auf diese große Mediathek zugreifen. Und das ist auf jeden Fall ein deutlicher Vorteil, der, wenn du jetzt zum Beispiel alle Lieder kaufen würdest, natürlich schon sehr ins Geld geht. Und es ist natürlich auch unfassbar viel Arbeit, sich das alles zusammenzusuchen. Was ebenfalls gewährleistet wird, ist eben die hohe Musikqualität und auch sowas wie die richtige Einordnung ins Genre. Du hast ein Cover, du hast die richtige Musikbeschreibung und so weiter. Also diese ganze Bürokratie dahinter ist wirklich alles gut. Die Musikqualität ist auch gut und von daher passt es eigentlich schon. Aber, und das ist jetzt hier leider der Trade-off, ist es für DJs aktuell leider weniger zu empfehlen, und zwar aus diesen Gründen. Das Musikangebot kann sich nämlich von ziemlich jetzt auf nachher ändern. Wenn nämlich das Label von einem Künstler oder auch ein Künstler eben selbst die Zusammenarbeit mit dem Anbieter kündigt, dann wird die Musik wieder aus dem Store genommen. Wenn ihr die Musik mal gekauft habt, dann gehört sie wirklich euch und euch kann sie eigentlich ja niemand mehr wegnehmen. Wenn ihr also kurz vor einem Gig seid und hier einen besonderen Künstler habt, den ihr unbedingt spielen möchtet, aber leider genau dieser wird dann kurz vorher aus dem Angebot genommen, steht ihr auf jeden Fall blöd da. Außerdem natürlich, üblicherweise braucht man einen Internetempfang, um den Service zu nutzen. Wenn ihr dann also nicht an jeder DJ-Booth einen Internetzugang findet oder es kein WLAN gibt oder ihr kein mobiles Netz empfangen könnt, habt ihr auf jeden Fall auch ein Problem. Es gibt natürlich schon Anbieter, bei denen man die ganzen Sachen auch online speichern kann, aber das sind auf jeden Fall nicht alle. Außerdem, insofern vielleicht theoretisch schon Internet da ist, kann ja trotzdem es noch passieren, dass euch während des Auftritts mal das Internet abreißt. Das kennt ihr ja auch von zu Hause. Das ist mit Sicherheit eben schon mal passiert, dass man am Schreibtisch sitzt und auf einmal ist das Internet weg. Zu Hause kann man dann vielleicht noch sagen, okay, dann mache ich halt jetzt gerade was anderes. Aber im Club stehen da vor euch 500 Menschen, die darauf warten, dass ihr Musik spielt. Und wenn ihr die Musik nicht mehr spielen könnt, dann habt ihr auf jeden Fall ein Problem. Es gibt zwar diese Pufferfunktion, dass Tracks vorgeladen werden, aber wenn die Internetverbindung mal länger abreißt, dann bringt auch das nichts mehr. Dadurch, dass ihr nicht im Besitz dieser Musiksammlung seid, wird das Bewegen dieser Musikdateien natürlich auch nur bedingt möglich sein. Weil, wenn ihr mal den Anbieter wechselt oder euch entscheidet, eben von Streaming wieder zurück auf diese klassische Besitzvariante umzusteigen, dass ihr also die Musik einzeln kauft, dann könnt ihr das natürlich nicht einfach mitnehmen. Es gibt auch keine Funktion, dass ihr die ganzen Playlisten, die ihr als DJs ja normalerweise erstellen müsst, um die ganze Ordnung und den Überblick zu behalten, einfach mit zum nächsten Anbieter zu nehmen. Und da wieder von vorne anzufangen bei Hunderten und Tausenden Tracks ist auf jeden Fall eine Arbeit, die ich mir nicht auflasten möchte. Und eben vor allem, wenn du mal dieses monatliche Abo ein paar Jahre gezahlt hast, ist schon mal einiges an Geld reingeflossen. Und insofern du dieses Abo beendest, war das Geld dann ja nicht umsonst, weil du diese Musik ja in dieser Zeit schon konsumiert hast. Aber wenn du dieselbe Musik später nochmal konsumieren möchtest und sie dann wieder kaufen musst, dann musst du ja auch wieder dafür bezahlen. Also hier müsst ihr das auf jeden Fall genau abwägen.
Die letzten beiden Punkte sind natürlich auch noch sehr heikel, weil hier geht es um rechtliche Geschichten. Und zwar ist es teilweise untersagt, dass ihr Mixtapes mit Musik von Streaming-Plattformen aufnehmt. Und was eigentlich noch viel schwerwiegender ist, weil auf Mixtapes sollte man zwar nicht, aber kann man verzichten, theoretisch. Die offizielle und öffentliche Nutzung von Streaming-Anbietern, also der Musik aus Streaming-Anbietern bei öffentlichen Veranstaltungen, ist nämlich auch nicht lupenrein juristisch geklärt. Eigentlich ist das Angebot ja eben eher für den privaten Konsumenten. Und von daher muss man das Ganze noch mit Vorsicht genießen. Und die Frage ist nämlich auch, ob hier eine gewisse Integration auch in euer DJ-Programm stattfindet. Es gibt einige Anbieter, die bieten das an, ja, aber nicht alle. Und hier müsst ihr jetzt eben mal ganz genau überlegen, ob ihr die ganzen Negativargumente auch mit den Positivargumenten abwägen könnt, besser gesagt ausgleichen könnt, und ob das vielleicht eben für euch interessant ist oder nicht. Es ist auf jeden Fall ein gewisses Risiko und wir möchten euch über dieses Risiko aufklären. Empfehlenswert ist Streaming natürlich definitiv für Anfänger und für Mobile DJs zum Beispiel. Anfänger insofern, dass du vielleicht eh schon einen Privataccount hast. Den kannst du einfach jetzt weiter nutzen, ohne zusätzliche Kosten. Das ist natürlich Bombe. Und auch bei Mobile DJs, die ja ein sehr breit gefächertes Publikum haben, nicht nur was das Genre angeht, sondern auch die Altersgruppen, wirklich von Kleinkindern bis ins hohe Alter. Und da können die Musikwünsche natürlich schon verrückte Ausmaße annehmen und hier seid ihr eigentlich immer vorbereitet. Top ist eben, ihr habt keine zusätzlichen Kosten und keine große Arbeit, euch jetzt noch weiter Musik zu beschaffen. Wenn ihr dann noch ein kleines Setup habt mit einem MIDI-Controller und einem Laptop, dann seid ihr ganz kompakt, klein, schnell, flexibel aufgestellt und habt das Ganze eben kostengünstig auf die Beine gestellt. Von daher eben, es gibt Möglichkeiten, wo es sehr zu empfehlen ist und andere, wo es eher schwierig ist. Das Potenzial ist definitiv da, aber da muss noch was passieren und wir sind uns auch sicher, da wird noch einiges passieren in Zukunft. Denn die DJs sind auf jeden Fall eine attraktive Kundengruppe und da wird sich mit Sicherheit noch eine schlaue Person drum kümmern. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.